Willkommen zurück zu Taps oder Tabs. Den Namen des Spiels können wir beide nicht aussprechen. Hallo. Wir machen heute mal Simulation. Letztes Mal hatten wir echt Spaß mit dem Story-Modus und deswegen machen wir jetzt den Simulation-Story-Modus. Ja, wo wir uns erhoffen, dass man so ein bisschen auch die Gegebenheiten der Map mit berücksichtigen muss. Und das scheint ja auch der Fall zu sein. Oh, das ist schon ziemlich stark, wie der Gegner aufgestellt ist hier. Mit den Joustern und Ja, das ist doch im Prinzip relativ easy. Du musst hier auf jeden Fall an die Ecken schon mal Schützen oder sowas hinbauen. Ich hätte an die Ecken auf jeden Fall Schützen gemacht und auf dem Langpfad hätte ich eine Kanone oder sowas gemacht. Ja, was für Schützen? Also wir brauchen schon so mittelzuverlässigere. Können wir vielleicht auch schon, wollen wir die erstmal nehmen oder ist es zu billig? Ich glaube, es ist zu billig, glaube ich. Ich würde auf jeden Fall, also ich würde erstmal mit dem Großen anfangen, mit der Kanone auf jeden Fall bei der Brücke. Also mit der fitten. Ja, das Problem ist, die Kanone wird dann direkt umgerannt. Du brauchst eigentlich was, um das zu bremsen. Ja, das kannst du ja am Ende von der. Oder du baust hier irgendwo eine Kanone hin. Ja, das meine ich ja. Okay, wo war die? Bei den Piraten oder? Ah, das ist eine gute Frage. Entweder bei Medieval war die oder bei. Kann ich auch Bombenwerfer einfach nehmen. Ja, die würde ich vielleicht weiter vorne setzen dann, ja klar. Kanone bei Medieval, glaube ich, ne? Oder? Guck mal, bei oben rechts Medieval. Nee, ist aber doch. Katapult. Nee, ist aber Katapult. Ist nicht Kanone. Ach, du willst eine Kanone wirklich haben? Okay. Ich möchte eine Kanone. Boah, das ist vielleicht bei Renaissance? Renaissance oder bei Dings. Wir müssen mal durchgucken. Oder bei den Piraten tatsächlich. Was ist das unten links? Da kannst du eine Kanone. Da ist er doch. Ha, ja, siehst du. Ich würde auch ganz gerne mal hier so Einheiten nehmen, die wir noch nicht genommen haben. So den Captain zum Beispiel. Ja, den hatten wir nur beim Testen, aber können wir machen, ja. Und da brauchen wir noch irgendwas Melee-mäßiges da in der Nähe oder sowas Mittelmäßiges. Ich finde eigentlich immer die Mittelalter-Einheiten ganz interessant, aber ich will nicht immer nur die gleichen nehmen. Machen. Ja, genau. Ja, wobei. Das ist. Ja, das mit dem Schwerttänzer, nee, brauchen wir nicht. Geh nochmal zurück. Geh nochmal bei Dynasty mal gucken, was es da gibt. Wir haben wenig in Dynasty reingeschaut. Ja. Oder wir können auch einfach den Affenkönig nehmen. Ja, das finde ich legitim. Der Affenkönig und der Piratenkönig kämen zusammen. One Piece, Alter. Na. Okay, der kann ich zielen? Ja, da steht auch ein bisschen der Typ im Weg, das stimmt. Das war wohl nichts, außer der Piratenkönig. Oh, Piratenkönig lebt noch. Mal gucken, was der kann. Pass auf, Piratenkönig, mach das. Oh. Was ist das denn mit den Luftballons? Ah, das sind diese Luftballonschützen von dem Renaissance-Ding, okay. Okay, wir haben gelernt, diese Taktik funktioniert nicht. Ja, das Problem ist, du kannst ja auch schlecht Einheiten vor der Kanone platzieren. Also die Kanone tötet auch nicht die Reiter gut genug, finde ich. Ja. Das heißt, die Reiter kommen durch. Ich würde aber trotzdem irgendwas nehmen, was aus der Ferne gut funktioniert. Entweder die Kanonen, weil die gehen halt nur nach geradeaus, oder dann ist was anderes. Wir machen einfach Folgendes. Ja, oder wir sagen einfach Da Vinci Tank. Ja, ist okay. Ist okay. Einverstanden. Und dann spammen wir hier einfach Fernkampfeinheiten. Ja, ich würde noch ein paar Fernkampf. Ja, mach mal. Können wir eigentlich alles nehmen? Was haben die Farmer denn so? Farmer haben nichts Brauchbares. Also irgendwelche Melee-Einheiten, die halt Fernkampf machen und die müssen nicht mal gut sein. Dann können wir auch die Archer hier eigentlich nehmen. Ja, dann noch einfach mal hier. Ja, die Archers. Schon ein bisschen wegpositionieren, dass sie nicht so ganz. Ist vielleicht sogar historisch korrekt hier. Skelett-Archer und Da Vinci. Und ganz hinten noch irgendeinen, der vielleicht lange überlebt. Der einfach nur da ist, um zu überleben. Also ich glaube, dann nimmst du einfach mal von den Ancient, also geh mal zurück. Und dann rechts. Nimmst du einfach mal so Schildtypen oder sowas. Ja, ganz rechts. Ja. So. Seine Aufgabe ist es nur zu überleben. Damit das Katapult lange Schaden macht. Ja, ist okay. Oh, der kommt sogar drüber. Da Vinci. Oh, Da Vinci, Alter. Du bist ein Gott. Oh nein, sein Schild ist weg. Ja, okay, der räumt am Anfang auf, aber dann. Ja, da hat jetzt aber auch am Anfang zu viel Schaden gefressen, wie es aussieht. Ja. Nein, Da Vinci! Ich will das mit Da Vinci gewinnen, den können wir eigentlich abbrechen. Ja, können wir abbrechen. Das heißt, wir brauchen vor Da Vinci irgendwas Tankiges. Wir brauchen was Tankiges vor Da Vinci, ja. Ups, jetzt habe ich Da Vinci weggemacht.
Aber was willst du denn? Oder machen Pferde gegen Pferde? Du kannst ja genau drei Pferde mal hinplatzieren. Ja, nix hier drei Pferde, vier Pferde, ne? Wir zeigen was jetzt mit unserer Taktik. Ja, okay. Wobei, man hat dann nicht mehr. Ah. Ja, das musst du halt aufpassen, die dürfen halt nicht zu nah beieinander, die stoßen sich sonst gegenseitig weg wahrscheinlich. Das Problem ist, wenn wir drei Pferde haben und die drei Pferde haben, wir nur noch 2000 übrig. Ja, das stimmt, und Da Vinci reicht dann nicht mehr. Ah. Vielleicht Maler. Ja, probier mal. Attacke! Okay, die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Oh, nicht schlecht. Oh. So, Maler besiegt ihn. Oh, Maler. Frage ist, was machen Maler? Die schlagen mit ihrem Pinsel zu. Okay, diese verrückte Taktik scheint zu funktionieren. Ja, okay, sie funktioniert auch nicht. Maler, warum springt der runter? Okay, wir brauchen... Maler sind doch nicht so gut, wie wir sie... Nee, Maler sind leider nicht brauchbar für diese Mission. Okay, das mit den drei Pferden ist schon mal ganz okay eigentlich. Das war nicht schlecht, ja. Aber ich würde dann vielleicht Bogenschützen oder irgendwas dahinter platzieren. Irgendwas, was schön von der Ferne knallen kann. Oder... Ja? Erinnerst du dich an Dynasty, an diese Pfeilwerfer? Die Eispfeilwerfer? Die hier? Ja, die da, ja. Oh, warte mal, die ja, sind vielleicht sogar besser als die Pferde. Ja, lass mal schnacken. Meinst du zwei? Wenn wir die jetzt hier in die Ecke stellen, oder warte mal, wir machen die einmal hier hin, dann kommen die Pferde nicht hin. Ja. Und einmal hier hin. Auf jeden Fall. Und hier machen wir irgendwas nur noch Millimäßiges, der Rest ist egal. Ja, aber ich würde dann auch sagen, irgendwie... Es muss schon ein bisschen aufhalten. Muss schon ein bisschen aufhalten, ja. Geh mal zurück. Was könnte denn aufhalten? Ich will nicht über diese Schilddinger nehmen. Zeus? Ja, Zeus, naja. Ja, Zeus muss nicht sein. Ich würde eher diese Hoplite nehmen, ja, genau. Aber nicht zu nah beieinander, weil die sollen gucken, dass sie vielleicht sogar aus Versehen runterfallen von selbst, die Jouster. So, irgendwie, ja. Ballista, bringt's das? Ja, gut, warum nicht? Erfüllt ja genau den Zweck eigentlich. Ja. Dann brauchen wir noch ja irgendwelche flexiblen Einheiten. Das Problem ist, sind alle irgendwie gefühlt so unflexibel. Mhm. Wikinger sind Ritter könntest du noch nehmen. Klassische. Ja, Ritter. Das Problem ist, wenn wir dann diesen Kampf gewinnen, dann müssen wir ja über diese Brücke laufen. Und da sehe ich Valkyren eigentlich schon ganz, weil die vielleicht da schnell rüberfliegen. Die sind vielleicht schon eher sexy für sowas, ja. Ja. Aber wir können nur eine setzen, okay. Dann machen wir hier noch eine Valkyre, die machen wir relativ weit hinten. Ja. Sonst kriegt die aus Versehen, kommt die noch ins Kreuzfeuer oder irgend so ein Scheiß. Und dann nehmen wir noch... Einen Farmer. Ja los, einen Farmer. Ja, los geht's, Farmer. Guck mal, auf den sie kurzfristig rekrutiert haben. Oh, die sind so dämlich, die nehmen keine Anweisungen an. Ich würde eigentlich sagen, bleibt da stehen, ihr Trottel. Okay. Unser Farmer ist tot. Das funktioniert super, glaube ich. Valkyre lenkt ihn ein bisschen ab. Schildtypen. Guck mal, die Valkyre lebt jetzt nicht mehr, aber wir haben noch zwei. Und das Katapult, falls die nah hier hinkommen und die müssen zu uns. Also, das ist eigentlich safe, ein Sieg. Jetzt kommt Katapult, Alter. Oh, was sagst du denn eigentlich zu dem Spiel? Aber noch, ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich finde es ganz witzig, ja. Einfach nur die Vorstellung allein, einfach mal aus verschiedenen Kulturen einfach mal die Leute zu schnappen und zu sagen. Okay, was sind das hier für Dinger? Milis wahrscheinlich, ne? Das sind ganz normale Minis, glaube ich. Ich wäre übrigens neugierig, ob du Fernkämpfer platzieren kannst auf diesen Säulen an der Seite, weißt du? Ja, wir können es mal probieren. Einfach mal gucken, ob wir da irgendwelche fiesen Fernkämpfer platzieren können. Und ob die da auch stehen bleiben. Es muss natürlich irgendwas mit Reichweite haben. Ach, mit Reichweite, also die hier nicht. Ha, vielleicht eher nicht, aber wir können. Oder die an der Seite, ob die da. Bombenwerfer, das klingt doch gut. Ja, Bombenwerfer vielleicht. Warte, das hier ist eine andere Plattform, ne? Das heißt, man kann nicht von hier so einfach dahin. Man kann da nicht einfach rüberspringen, ja. Und die Typen, die rennen ja auch erstmal nur rein. Also kannst du sie eigentlich schön von der Seite hier wegbomben, ja. Wegmachen hier. Okay, jetzt haben wir ein paar Piraten. Was ist doof? Das ist alles. Zumindest in der Theorie. Deadeye, das ist wahrscheinlich jemand, der gut zielen kann. Den hätten wir da oben hin platzieren können. Ja, mal gucken einfach mal. Kann ich den auch noch hin platzieren? Nee. Nee. Darf wohl nur einer stehen. Aber du könntest ihn an der Seite platzieren.
Das sind, glaube ich, alles Melees, die da sind, ne? Okay. Ich glaube so gut wie alle. Ich glaube, selbst die in der Mitte bei denen sind, glaube ich, Melees. Was sind denn Ganzlinger? Das sind die krassen Western-Typen. Doch, die haben wir schon gehabt. Mach die auch an der Seite. Ich glaube, ich habe ja da schon irgendwo einen aus Versehen platziert, den ich jetzt nicht mehr sehe. Nee, habe ich doch nicht. Hast du doch nicht. Ganz. Ich will nicht alle an die Seite, das ist halt auch irgendwie dumm. Nee, mach doch. Warte, wo war das denn? Wild Wild West? Western. Links. Hier? Ja, und einen unten. Also an der anderen Gegenüberseite. Hier meinst du? Gegenüberseite. Gegenüber. Nein, nicht da. Das ist unten. Südlich. Hier. Ja, genau. Okay, wir brauchen jetzt. Wir haben nichts Melee-mäßiges, wirklich null. Ja, brauchen wir auch nicht. Okay, wenn du das sagst, dann. Die laufen einfach rein und erleben ihr blaues Wunder, Alter. Ich würde da hinten gerne noch irgendwas Witziges hinbauen. Mm. Okay. Irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Sowas wie Archer. Ich hätte entweder das oder du kannst diese Farmer nehmen mit dem Heuwagen oder was auch immer. Ja, okay. Das ist ein Deal. Tribal. Protektor. Farmer. Was wolltest du nehmen? Das mit dem Wagen reicht gar nicht mehr. Schade. Ja, los, dann nehmen wir noch 10 Haflinge. Okay. Absolut sinnlos, ist egal. Alles klar, hau rein. Oh, die fallen da runter, die Idioten. Scheiße. Das wird ein Lost. Ja, wobei, die Gangslinger sind schon ziemlich gut. Aber der mit seinem mit seiner Flinte, der ist schon ziemlich gut. Der kann ziemlich weit schießen, auf jeden Fall. Also wir brauchen niemanden da oben positionieren, weil der sich immer in den Selbstmord schützt. Ja, die stürzen sich leider in den Selbstmord. Du kannst ihn leider nicht koordinieren. Schade. Okay. Aber ich würde die da trotzdem an der Seite erstmal stehen lassen, glaube ich. Die sah nicht schlecht aus vom Konzept. Wo ist denn jetzt der Mauszeiger? Guck nochmal. Ich habe keinen Mauszeiger mehr. Ich muss mal gerade ins Hauptmenü gehen. Ja, mach mal. Kampagne. Kampagne? Simulation. Row. Und Row. Ja, also die Frage ist, oder wollen wir da mit Pferden vielleicht durchlaufen? Ich würde einfach sagen, ja, platziere einfach mal 2, 3 Pferde. Wo waren die? Das ist das Problem in diesem rechts. Spiel, man kann sich das nie merken. Bei Medieval? Nee. Ja, doch. Da waren Pferde, nee. Waren keine Pferde, nee. Doch nicht, dann zurück. War das nicht Renaissance oder so? Ja. Ja, sehen, da haben wir doch was. Nee, ruhig hier richtig vorne, dass der die erstmal ummäht. Ja, ich würde auch sagen. Können auch, ja, wobei 2 fehlt der Platz wahrscheinlich. Dann diese Piratentypen, die so gezielt haben, das fand ich eigentlich gar nicht so dumm. Die fand ich nicht schlecht, das war... Und war das überhaupt Pirat? Oder, nee, das war Dead Eye, das war Western, glaube ich. Ja. Ja. Aber erstmal nur einen. Einen würde ich auch sagen. Weil die haben ziemlich viel Schaden gefressen. Frage ist, was wollen wir da noch einbauen? Ich fand diese Eisbogenschützen gar nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht mehr, wo die waren. Eisbogenschützen sind Meta. Die sind bei Wikinger. Ja. Und oben rechts. Da können wir sogar 10 platzieren. Oh, nice. Sexy. Einfach mal hier irgendwo verteilen, oder? Ich würde ja auch ein bisschen verteilen, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht auf den Dingern, ja? Das sehen wir ja, dass die den halt schützen, den einen Typen, der so viel Schaden macht. Ja. Und jetzt noch irgendwie krasse Melees? Macht das Sinn? Ja, eigentlich schon. 2 Stück. Jetzt haben wir noch 500 übrig, da würde ich gerne noch irgendwas Krasses nehmen. Mhm. Vampire vielleicht. Ja. Und, keine Ahnung. Irgendwas, was da vorne schnell stirbt und Schaden abnimmt. Skelettkrieger. Medieval, 120. Ja, dann nehmen wir den Zerista. Wobei, wir nehmen ihn hier mal. Jetzt ist der Feind. Dass er hier einfach steht und Schaden frisst. Okay. Der Schildtyp, das ist seine Aufgabe. Ich glaube, der springt gleich Suizid, Alter. Ja. Ah, nee, der überlebt sogar. Okay, unser Reiter war komplett nutzlos. Ja. Die haben da hinten halt auch noch Menschen, ne? Also kein Pferd. Nee, das sind sogar Schützen, glaube ich, da hinten. Ich glaube, unsere Eisbogenschützen sind. Ich brech mal ab. Also. Ja. Kein Pferd. Das, das in der Mitte sind also, das ganz hinten sind bei den Flinten. Also
Die schießen. Dann können wir diese anderen hier auch wegnehmen. Das war, glaube ich, auch ein Melee hier, den ich markiert habe, ne? Mhm. Brauchen irgendwas richtig krasses, Melee-mäßiges, was reinhaut. Wie ein Minotaur. Ein Minotaur finde ich auch ganz nice. Dann hätte ich halt nochmal. Ja, genau. Dann probieren wir mal das. Bam. Bam. Könnte funktionieren. Ja, wobei. Alter, ich weiß echt nicht, was man da machen soll. Oder wir positionieren uns weiter hinten und lassen die aufteilen. Weißt du? Ja. Oder, weil es ja wieder so eine Brückenformation ist, wir machen einfach wieder unsere Ballista-Kanonengeschichte. Weil so funktioniert das nicht. Wir werden da von denen richtig krass erschossen. Ja. Das ist schwierig. Also ich tendiere tatsächlich eher zu der Ballista. Mein Mausding ist wieder weg. Ich muss wieder ins Hauptmenü. Aber die Ladezeiten sind ja relativ kurz. Das ist nicht so schlimm. Die sind ja zum Glück recht. Falls euch für das Spiel interessiert, das kostet ungefähr so 15, 20 Euro. Was bei einem Game Pass drin. Deswegen habe ich es halt umsonst bekommen. Falls es irgendwen interessiert. Also ich würde auf jeden Fall weiter hinten hier gerne spielen. Ja. Und dann auf jeden Fall ein Katapult. Katapult oder Barista, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Welches war denn dieses krasse, was so. Und willst du dieses. Ah, warte mal, ich würde hier gerne einen Bomben. Das hier sind doch Milis hier vorne, ne? Ja, das sind Milis, aber die kommen ja nur nach und nach und die Bomben brauchen ein bisschen lange. Aber macht es da nicht vielleicht Sinn, einen Bombenwerfer hier hinzutun, dass der so ein bisschen. Weil die Milis können dem ja nicht schaden, so ganz hinten irgendwo hier. Mhm. Okay, wo hatten wir das Katapult oder das? Ich vergesse das immer, das ist so ein bisschen. Nee. Gehen wir mal mit. Da Vinci Tank. Medieval. Okay. Und damals Katapult, das klassische. Wie viele? Eins? Mach mal eins, ja. Was können wir sonst noch benutzen? Wir können Archer und Heiler machen. Ich weiß nicht, wie viel Reichweite die Archers haben. Dann nehmen wir andere Archer. Warte, ich nehme mal hier einen Heiler hin. Ich glaube, die Archers sind noch ziemlich instant tot, ne? Ich habe jetzt mal zwei Heiler und jetzt brauchen wir richtig krasse Archer, wie diese Typen hier, diese Dynasty Archer. Ja, okay. Und dann noch irgendwas Fernkampfmäßiges. Firework. Diese Eisdinger da, wo waren die? Bei Wikinger, ne? Wikinger, ja. Da kannst du noch zwei machen, ja. Mal sehen. Mal sehen. Kommen wir hier weiter nach. Beide sollen vor die Heiler, aber. Ich habe halt Angst, dass die Heiler nach vorne gehen. Den Bauer ganz. So anfangs vorne. Ja. Der wird das für uns gewinnen. Der macht das, Alter. Der macht das. Er hat, glaube ich, sogar einen getötet. Wo ist denn unser Bombenwerfer hin? Der läuft da. Der läuft da vorne. Okay, Bombenwerfer ist schon mal. Wir brauchen mehr Katapulte, ganz ehrlich. Katapulte sind ziemlich nice, ja. Ja, wir hätten es fast geschafft. Die Heiler heilen sich gerade gegenseitig hoch. Okay, zwei Heiler ist geil, Katapult ist geil. Wir nehmen jetzt mal den Bombi weg. Den hier weg. Also die Heiler finde ich ziemlich witzlos. Ich würde eigentlich fast eher. Ich würde fast zu dem Drachen tendieren. Warte, das heißt, du würdest. Ich mach mal alles weg. Auf jeden Fall Katapult. Drachen weiter vorne platzieren, auf jeden Fall. An Drachen. Also Dynasty und rechts. Ja. Der war recht nice. Hier irgendwo? Ja, so. Und dann noch Katapulte oder die hier eher. Entweder die oder ich überlege eher Katapult tatsächlich. Ja, Katapult. Frage ist, wie teuer ist Katapult? Wir können vielleicht beide nehmen. Aber Rissa ist halt blöd, weil der schießt dann unsere Jungs ab. Ich würde eher Katapult machen, weil der schießt schön drüber. Hier hin, ne? Ja, einfach dahinter, ja, ja. Und was da noch? Noch Katapult? Und dann vielleicht irgendwas, was ein bisschen. Entweder das oder was tankt. Aber ich würde mal die Katapulten-Variante erstmal nehmen. Und dann haben wir noch 500 übrig, da können wir noch irgendwas Millimäßiges oder. Ja, ich würde mal gerade so. Entweder machst du. Geh mal zur Medieval zurück. Gerade so, oben rechts.
Hey, das musst du nicht merken. 5 von diesen Squire, von den 100. Okay. Einfach als Begleitschutz sozusagen für den Drachen. So. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich nicht mehr so viele Ideen tatsächlich. Ja, das packen. Das hat. Okay. Das mit dem Drachen in den beiden Katapulten, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Der Drache ist jetzt zwar weg, also gut, jetzt haben wir nur noch Katapulte, das ist auch... Ja, das Problem, die Katapulte haben hinten abgeschossen am Anfang. Warte mal, ich habe eine Idee. Kann man die verschieben? Ja, verschieben kannst du keine... Oder kannst du? Select naja. Unit kannst du machen, aber... Wir machen das mit dem Drachen, lassen wir mal so. Das finde ich, fand ich auch ganz gut. Machen mal zwei Melis weg. Ja. Machen wir jetzt hier mal einen Katapult hin. Hier hinten. Mhm. Ja, und dann müssen wir hier irgendwas hinmachen an die Seiten. Du könntest eventuell Valkyren einfach hinstellen, glaube ich, sogar zwei Stück. Wo sind die denn? Unten rechts bei Vikings. Valkyren. Die haben ja freie Bahnen, ne? Die können ja überall hin. Eventuell kommen sie sogar zu den Typen da hinten. Das wird aber auch nicht funktionieren, glaube ich. Valkyrie ist runtergefallen. Warte mal, das mal. Die Valkyrie fährt runter, okay. Ja, machen wir die Valkyrie da weg. Mauszeiger ist wieder weg. Ach, ist das, jetzt ist er kurz wieder da. Du hast ihn wieder. Warum auch immer die runtergefallen ist. Ist die auf der Seite? Nee, ist sie nicht. Ja, müssen wir die Valkyren vielleicht dahinter positionieren. Hm. Ja, probier mal. Also die Simulation-Dinger sind auf jeden Fall deutlich schwieriger. Ja, das Katapult macht uns den Drachen ein bisschen kaputt. Dann nehmen wir kein Katapult. Ja. Ich würde fast eher dazu tendieren, irgendwelche Mili-Typen vorausschicken, die relativ flott sind. Kein Jouster, aber auch nichts Langsames. Vielleicht mal ein paar Ritter? Ja. Na, wir können uns nur einen leisten, okay. Ja, oder wir machen das so, genau. Ich weiß noch nicht, ob so weit vorne. Ja, das sind halt Milis, ne? Aber die sollen aber nicht gleich im Kreuzfeuer sein von den Flint-Typen, ne? Die sollen erstmal ein bisschen Begleitschutz machen und dann halt erstmal ablenken. Wir gucken einfach mal. Probier einfach mal. Weißt du, die Typen tun sich schön ablenken. Inzwischen kommt unser Drachenfuzzi. Oder unser Drachenfuzzi legt sich erstmal schlafen. Vielleicht sollten wir den Drachenfuzzi auch weglassen und dann vielleicht... Oder wir stellen ihn was weiter vorne hin. Ich weiß es nicht, warum der jetzt aufgehört hat. Schwierig. Dann machen wir unseren Drachenfuzzi weiter vorne hin. Meinst du, noch das Sinn macht? Ja, mach einfach mal. Wo ist der denn? Der war bei... Dein ist die unten rechts. Sorry, das kann ich mir einfach nicht merken. So, unten links. Das Feuerding. Na, nicht so weit vorne. Ich dachte einfach weiter vorne. Aber nicht ganz vorne. Ja, und dann einfach die Warte, ich hab eine Idee. Okay. Aber wo waren die? Ah, die kosten 1500. Ja, scheiß was drauf auf diesen Typen hier dann. Mhm. Okay, was willst du nur reinsetzen hier? Diese krassen Bogenschützen. Ah, ja, die machen dann wahrscheinlich auch wieder Hackfleisch aus unserem Drachen. Ja. Ja, ich würde fast den Drachen weglassen und diese krassen Typen da nehmen und dann Milis irgendwie. Ja, dann nimm die. Dann nimm die, ist okay. Aber wir platzieren die Milis mal hinter denen, dass die am Anfang nicht sterben. Oder so. Und wir vertrauen Ninjas. Ich weiß noch gar nicht, was die Ninjas können. Ja, die haben wir noch gar nicht platziert. Mal gucken, was die überhaupt können. Siehst du, dann sind die erstmal weg. Vielleicht noch eine zweite Ladung. Ja, das sieht gut aus. Müssen nur die Ninjas lange tanken. Okay. Nee, oder auch nicht. Aber vielleicht schafft unser Bogenwerfer hier. Ach, das schafft er. Pass auf. Ich glaube an die. Oder auch nicht. Also ich glaube, unser Problem ist, wir brauchen hier
mobile Einheiten. Da sind die Valkyren schon ziemlich gut. Die sind schon ziemlich gut, ja. Aber was sind denn sonst noch so mobile Arbeiten? Einheiten, die relativ krass sind. Ich würde noch so gerne ein, zwei Versuche machen, aber ich weiß halt echt nicht. Ich weiß noch nicht, kannst du... Ja, der Minotaurus ist ziemlich schnell wegen der Fernkämpfer platt. Ich weiß nicht. Einfach mal Zeus, ja. Okay. Warum nicht? Und schmeiß noch die Schildtypen davor. Ja, genau. Weil der Zeus greift ja sowieso auf aus der Ferne an, von dem her. Ist jetzt einfach ein kompletter Random-Versuch. Währenddessen überlegt sich Zellos irgendwas. Ja, ich überlege gerade schon. Weil ich habe keine Ideen mehr. Ich finde geil, wie der Zeus übrigens so ein bisschen nur durch die Gegend rumschlendert. Unser Problem sind die da hinten. Ah, der macht aber einen coolen Kettenblitz. Das finde ich ganz nice. Siehst du das? Ja. Der schmeißt und dann trifft er noch die hinten. Alter, boah, ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. So Flinttüten gegen Zeus, Alter. Ich glaube, okay. Wir müssen einfach die Map weiter aus. Also hinten sind nochmal krasse Typen. Die Milis hier sind aufgeteilt. Ist es vielleicht sinnvoll, weiter hinten zu starten? Ja. Aber mit was? Vielleicht gucken wir nochmal alles einmal durch. Vielleicht sollten wir wirklich Heiler benutzen und dann Milis oder so. Ja. Dass wir uns da so durchtanken, so mit so einem totalen tankigen Heiler-Gedöns. Kann ich mir auch vorstellen. Und was ich aber beim letzten Mal ziemlich stark fand, war diesen Bogenschützen mit Ballons. Also die Renaissance-Typen, die fand ich recht stark. Ja, dann warte mal, wo die Heiler waren bei Mittelalter, glaube ich, ne? Mhm. Wir jetzt mal zwei Heiler. Die positionieren wir hier ganz hinten einmal hier in die Ecke. Ja. Einmal hier in die Ecke. Wir lassen die jetzt mal angreifen. So, dann diese Ballontypen, die waren wo? Die waren bei Renaissance, eins zurück. Ach, halt, warte mal, ich habe noch eine geile... Ach nee, das ist dumm. Renaissance, eins zurück, ja. Dann unten. Und das waren diese Ballon-Archer. Ich glaube aber auch nur für den vielleicht mal drei Stück. Nicht unbedingt an der Seite, sondern einfach so... hinten drei Stück. Okay. Und dann denke ich auch eher was Meeliges, was auch gut was Schaden aushalten soll. Da denke ich dann halt auch wieder so an die Knights eigentlich. Ich eigentlich auch, ja. Aber für drei reicht's, aber für vier reicht's glaube ich nicht. Und dann noch eine Valkyre. Ja, warum nicht? In der Theorie hört sich das zumindest mal ganz brauchbar an. Und für 90 können wir uns noch irgendwas... Den Headbutter einfach mal hier. Das ist bestimmt der wertvollste von allen. Wir haben keine Ahnung. Okay. Siehst du, diese Ballonanschau, ich schwöre, die sind gut. Oh, die treffen aber unsere Jungs. Was lebt denn da hinten von uns jetzt noch? Ballonanschau. Wieso sind denn die Heiler so schnell tot? Weiß es nicht. Okay. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie man diese Mission hier schaffen soll. Frage ist, wollen wir in der Party noch einen letzten Versuch machen? Ich würde noch einen letzten Versuch machen. Aber dann entscheide du mal. Ich bin out of ideas. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich null. Und zeig nochmal, was waren wir alles. Also für Einheiten, okay. Jetzt gehe ich das mal gerade im Kopf durch. Guck mal, ob du dir einen Reaper leisten kannst. Ich will einfach mal gucken, ob du dir einen Reaper leisten kannst. Kannst du sogar. Warum nicht? Vielleicht... Pumpkin-Katapult. Jetzt noch ein Katapult einfach? Ja, einfach Pumpkin-Katapult, explizit, damit es im Thema bleibt. Ich bin einfach gespannt, was die überbringen. Unten links. Ja, mal starten. Ja, lass einfach mal starten. Lass okay, einfach mal gucken, letzter Versuch. Was die ausrichten können, die Jungs. Okay. Ja, das okay. Ist ja mega heftig. Ja, okay. Das ist die Waffe, die man hier benutzen muss, definitiv. Der Reaper kommt, glaube ich, nicht vorbei an dem... Oh ja, guck mal hier. Los, Reaper! Okay, das könnte es schon gewesen sein, nice. Okay, das Pumpkin-Katapult ist ja mega overpowered. Pumpkin ist super, Alter. Los geht's, Reaper!
Nice! Wir überlegen uns hier eine halbe Stunde lang irgendwelche Ideen und am Ende Stumpf ist Trumpf. Und mit diesem Fazit. Einfach den Sinsenmann und Katapult mit Kürbis nehmen. Ja. Und mit dieser Erkenntnis beenden wir die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Auf Reaper ist eh verlassen. Ciao, ciao.